In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man eine Polynomgleichung aufstellt und im Prinzip, was das Ganze mit Funktionen zu tun hat. Wir gehen mal davon aus, dass wir eine sogenannte faktorielle Form haben. Das heißt, wir hätten ein Polynom folgender Form. Das heißt, wir haben hier in dem Fall drei Faktoren. Jeder Faktor wäre da genau dann 0, wenn ich die jeweiligen Werte einsetze. Das heißt, x1 würde hier eingesetzt 0 ergeben, x2 würde hier 0 ergeben, x3 würde hier 0 ergeben. Mal mit einem Zahlenbeispiel. Wenn ich also sage, ich hätte x plus 2, x minus 3 und x plus 1, hieße das, dass ich bei minus 2, plus 3 und minus 1 die 0 stellen. Das heißt, minus 2, minus 1, plus 3. Das heißt, meine Funktion müsste irgendwie so aussehen. Was da jetzt genau Hoch- und Tiefpunkte ausmachen, das lernen wir in der Kurvendiskussion. Das hat hier erstmal noch keinen Punkt. Aber unser Problem ist jetzt, wir haben hier eine Klammergleichung. Die würde ich gerne auflösen. Bei sowas würde ich immer zurückgreifen auf die Kombinationsform, das heißt, wir hätten hier 1, 2, 1, 2, 1, 2 und wollen alle möglichen Kombinationen dieser Zahlen haben, das heißt, die 1 mit allen, also 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 und 1, 2, 2. Das Ganze mit anführen 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 und 2, 2, 2. In unserem Beispiel also x mal x mal x, x mal minus 3 mal x, x mal 1, x mal minus 3 mal 1, und jetzt Runde 2, 2 mal x mal x, jetzt haben wir hier 2 mal minus 3 mal x, 2 mal x mal 1 und zu guter Letzt 2 mal minus 3 mal 1. Wenn wir das Ganze also ausrechnen, erhalten wir x hoch 3 minus 3x² plus x² minus 3x plus 2x² minus 6x plus 2x und minus 6. Und im Prinzip kann ich mir genau so eine Ausrechnung der ganzen Polynomgleichung ausdenken.